heute viele Grüße zuerst mal aus dem schönen kalten Bayerischen Wald. Ich weiß nicht, wie bezapfig das bei euch ist, aber aktuell hat man die Woche, glaube ich, nicht über oder unter 15 Grad minus, glaube ich, gefühlt, oder Dominik? Naja, 15 haben wir schon immer gehabt, so 10 das bis 15 Bayern, minus. Ja. Dominik sagt, Bayerischer Wald, halbes Jahr Winter, halbes Jahr kalt. Halbes Jahr Winter, halbes Jahr kalt. Übersetzung drunter. Gut. Also, es ist Wochenende und wir wollten euch noch kurz vom Wochenende, oder Anfang vom Wochenende sozusagen, noch ein schönes Video liefern. Und das wird ja wieder Sonntag ausgestrahlt, in diesem Sinne schon mal einen schönen Sonntag. RS3 8V Limousine. OPF-Modell. Richtig geiles Auto vom Jens. Das Auto haben wir, nämlich, wenn wir es jetzt vielleicht blenden wir es ein, auf der Motorshow Essen euch schon gezeigt im Vorbeigehen, welche Autos alle von gepfeffert quasi auf der Motorshow Essen standen. Und dieses Auto stand beim McQuires Stand. Und heute, es sei ihm verziehen oder uns verziehen, das Auto ist ein bisschen schmutzig für seine Verhältnisse, er ist trotzdem sauber, aber er ist natürlich am Trailer hier hingekommen, deswegen auch Sommerreifen drauf. Es ist ja bei uns Salz und Winter und alles kalt und alles schlecht und alles scheiße, aber trotzdem Umbau dementsprechend bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, das Auto hat es definitiv ein Video verdient, weil dieses Fahrzeug natürlich sehr viele detailverliebte Sachen hat. Und das haben wir eigentlich am Stand gar nicht Zeit gehabt, das abzufilmen, und das haben wir auch euch damals schon gesagt. RS3 8V Limousine, gibt es ja von uns etliche Fahrwerke dafür, das heißt in der Variante 2 und in der Variante 3 mit verstellbaren Sturzdrumlagern und in der Variante 3 ohne verstellbare Sturzdrumlager. Diese Variante ist in diesem Fahrzeug verbaut, also sprich keine Sturzdrumlager. Karosserie komplett original, das heißt mit diesen 8,5x20 Livella-Felgen mit 235, 30, 20 steht das Auto richtig, richtig stimmig da. Weil viele Leute fragen uns immer, wie tief das Fahrzeug eigentlich geht, wenn man eine Variante 3 ohne Sturzdrumlage drin hat. Das ist eigentlich so genau die Optik, die man dann maximal mit TÜV erreichen kann, ohne dass irgendwas schleift. Und Aussage des Kunden auch und nicht bloß von uns. Das Auto ist sehr, 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 sehr komfortabel dadurch auch. Ne? Ja, wie gesagt, natürlich McQuires Botschafter. In diesem Sinne wäre das normal, das Auto sieht man ja, dass das eigentlich wie eine Speckschwarte glänzt, aber dadurch, dass das, wie gesagt, am Trailer gefahren worden ist, ist natürlich ein bisschen leichter Salzüberzug auf dem Fahrzeug. Und wir wollten ihn eigentlich waschen, aber dann haben wir gesagt, jetzt bei 10 Grad minus macht es keinen Sinn. Und dann unter Umständen machen wir das gar nicht so richtig, wie wir es machen sollen. Dann haben wir gesagt, das lassen wir. So, was haben wir noch am Fahrzeug, was nicht den Fahrwerk betrifft und die Felgen? Was ich auch weiß, natürlich Bremsscheiben innen vorne auf zweiteilig, ja, mit einem Alutopf. Dementsprechend hast du halt dann auch ein bisschen mehr Platz, was das betrifft, weil die Topftiefe natürlich ein bisschen anders ist mit einem Adapter. Ja. Dann, was haben wir noch? Ja, natürlich sehr viele Carbon-Features am Auto, so wie es auch ich beim 8Y habe. Das heißt, der Carbon-Rahmen, ne, rings um den Grill ist drin. Dann hat er natürlich auch die Wagner-Lauf-Kühler, die sieht man jetzt auch natürlich hier. Ne? Wagner-Lauf-Kühler, und das Plastik innen drin ist entfernt worden, dass du natürlich hier den maximalen Luftdurchsatz hast. Ne? Motorhaube machen wir später noch auf. Ist auch eine Aventuri Carbonansaugung mit einem Inlet verbaut. Und dann natürlich auch diese Einlässe, dieses, das was in der Stoßstange noch drin ist, auch mit Carbon. Die Carbon-Flaps Ingenoac Frontschütze hat er verbaut, also die Frontsplitter, inklusive den Maxen Seitenschweller ansetzen, sind natürlich auch mit drauf. Mit so kleinen Features, sage ich jetzt mal, Audi Sport und so weiter, das finde ich eigentlich richtig, richtig gut, dass das irgendwo überall irgendwie ein bisschen steht. Carbon-Spoiler hinten oben drauf, so einen kleinen Entengürtel, wie wenn es original wäre, gefällt mir richtig, richtig gut. Carbon-Einsatz hin, natürlich auch nachträglich gemacht, inklusive den Ansätzen weitergeführt, die wohl einen Seitenschweller auch dort die Linie haben. Und dann sind wir eigentlich außen durch, dass alles schwarz ist, die ganzen Embleme ist sowieso klar. Und dann, außen haben wir noch Carbon-Spiegel gehabt, auch verbaut. Und richtig, richtig geil. Sogar dieses Plastik, das noch so richtig scheußlich grau ist, hat er schwarz glänzend lackieren lassen. Und die Wischerarme sind komplett auch in Carbon überzogen. Also richtig, richtig viel Detailliebe bei so einem Fahrzeug. Und das zieht sich auch wieder komplett durch, auch innen drin. Das ist ein Bügel vom Domi verbaut. An dieser Stelle viele Grüße an Bavarian Car Tuning, der auch natürlich zusätzlich nochmal
in Carbon überzogen worden ist. Ja? Und dementsprechend auch hinten die Sitzschalen in diesem Carbon. Ja? Speziell angefertigte Fußmatten mit dem RS-Logo, auch in gestickt. Ja? Dann hier, wenn man das alles anguckt, das sind lauter so kleine Features, wo sich im ganzen Fahrzeug, ich glaube, man könnte sich da Zeit lassen, mir gefällt sowas richtig, richtig gut. Wenn man so ein Fahrzeug mal durchguckt, auch in der Mitte das Carbon, da hinten auch, das wo scheußliches Plastik ist. Ich glaube, dass in dem Auto nichts mehr scheußliches Plastik ist, was es eigentlich irgendwo mal zu sehen war. Vor allem, alles ist ja dann in Alcantara überzogen worden, auch vom Sitz und so weiter. Das ist auch bei der vorne dann, wenn man dann aufmacht, springt dir das sofort entgegen, dass das auch hier geledert worden ist mit Alcantara mit der doppelten roten Naht. Und auch hier Carbon-Optik, also Optik echt Carbon überzogen. Und in der Mittelkonsole auch mit Carbon überzogen. Alcantara hier auch die Gurtband dementsprechend mit Alcantara und mit den roten Nähten. Und so geht halt das Ganze irgendwie immer weiter. Auch der Himmel hier, die sind auch mit der roten Naht gemacht. Also mit dem Quattro-Logo drin. Richtig, richtig geil. Auch Innenraum hier, auch die Einsätze in Carbon. Das Lenkrad ist richtig schön griffig, auch mit diesem, mit dem Fingereinsatz, sage ich jetzt mal, wo du es richtig dick hast. Und mit dem Carbon, mit der roten 12-Uhr-Kerbe. Und dann die ganzen Features auch in schwarz glanzlackiert, die wo normalerweise so alumäßig sind. Und die Airbag-Abdeckung, so wie es beim RS6 serienmäßig ist, auch in Alcantara mit der roten Naht. Also ich finde es richtig, richtig geil, muss man echt sagen. Es hat sich sehr viel Mühe gegeben. Auch der Innenraumspiegel, wo bei uns beim RS6 in Alcantara war, hier alles in echt Carbon überzogen. Also sehr viel Liebe zum Detail, muss man schon ganz ehrlich sagen. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinguckt, und da weiß man, dass der Kunde hier dementsprechend viel Lust hat, auch so ein Auto auszustellen und richtig viel Detailliebe ins Fahrzeug setzt. Ja. Dann natürlich, wo ich schon davor angesprochen habe, die Abdeckung oben drauf, die Venturi-Ansaugung inklusive den Turbo im letzten größeren. Ja. Hast du natürlich auch dieses Abschirmblech dann hinten da mit dabei, dann der Einsatz hier auch in den Carbon-Optik, das wo normalerweise serienmäßig zum Bestellen gibt. Hier auch nochmal eine Sicherungskastenabdeckung und so weiter und so fort. Hier auch in schwarz gemacht, der wo normalerweise blau ist. Ich sage ja, da kann man schon richtig spinnen, wenn man möchte, bei diesem Fahrzeug. Ich glaube, der Jens ist noch nicht ganz fertig mit dem Auto, weil er hat immer noch viele Ideen. So ist mir heute schon mal vorgekommen, wo wir drüber gesprochen haben. Und ja, also Limousine, er sagt selber, ihm hat die 8V-Limousine besser gefallen, gefällt ihm besser. RS3 8Y ist nicht so sein Fall, vor allem die großen Scheinwerfer. Apropos Scheinwerfer, die sind natürlich auch schwarz, ja, mit dem roten Einsatz, ja, hat auch extra anfertigen lassen. Also wenn du dann mal von vorne dann direkt auf das Auto drauf gehst, wie dunkel, böse und schwarz das Auto rüberkommt, ist mega. Da musst du halt natürlich auch Lust haben, das zu machen, weil das dauert natürlich auch ein bisschen, weil die Jungs für ein bisschen Zeit brauchen, bis das alles gefertigt ist. Und wer dann natürlich mal das ein Auto ein paar, zwei, drei Wochen nicht braucht, kann gerne da mal das Scheinwerfer einschicken. Ja? Also sieht richtig, richtig mega aus. Mir gefällt es richtig gut. Also von daher, ja, ein schönes Fahrzeug. Und wie gesagt, wenn wir da rüber gucken, bei uns ist relativ viel los heute. Wir haben alle sämtliche Handwerker bei uns heute. Meine Frau fährt auch gerade hierhin. Weil wir ja das Büro innen drin kriegen. Da werden wir euch die nächste Woche dann auch noch mal ein bisschen zeigen, wie es aussieht. Was da schon weitergeht, weil das ist jetzt richtig viel passiert die letzte Woche jetzt. Und dann geht es dann schon langsam mal los. Und deswegen haben wir heute uns entschlossen, am gegenüberliegenden Parkplatz euch das Video zu zeigen. Kofferraum. Ha? Kofferraum. Kofferraum, stimmt. Habe ich davor noch gesagt. Was ist ein Kofferraum? Kofferraum müssen wir schon. Weil, was ist Kofferraum? Was ist mit Kofferraum? Diese ist mit Kofferraum, mit Carbon, auch nochmal eine Strebe hinten. Ne? Also gibt's, was es nicht alles gibt, vor allem Originalbefestigungspunkte, was dran sind. Also da machen sich schon manche Leute richtig, richtig viel Gedanken. Muss ich schon sagen, also habe ich so eigentlich noch nie irgendwo gesehen. Finde ich richtig geil. Ob es da wirklich was bringt von der Absteifung her, kann ich jetzt so nicht sagen. Ne? Aber trotzdem, ich sage, sieht geil aus. Aber danke, dass Sie mich noch erinnert haben, Herr Schmidt. Sehr gerne. In diesem Sinne, viele kalte Grüße aus dem Bayerischen Wald. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen wärmer, hat es geheißen. Also kriegen wir 1 Grad minus statt 15 Grad minus. In diesem Sinne, schönen Sonntag. Servus, Havadere.